Heute kracht's, Freunde. Heute kracht's, Freunde. Ich bin da. Das ist verrückt, aber ich muss nochmal den Clip sehen. Das ist der geilste. Der macht mich so glücklich, der Clip. Wir lassen uns nicht mehr schinden und schunden. Ich bin der Pate von Ich bin der Pate, wie er redet. Von Craft Attack. Ich bin der Pate. Ich lass mir nichts mehr erzählen. Nichts. Nichts. Wir halten zusammen. Wir werden bei Cinema. Alles Cinema. Bei Minecraft 2024 den ganzen Hurensöhnen zeigen. Digga, ist auch so geil. Seine Betonung, sein Alter plus sein Vokabular. Den ganzen Hurensöhnen. Digga, welcher 45 redet so? Wir halten zusammen. Wir werden bei Craft Attack und bei Minecraft 2024 den ganzen Hurensöhnen zeigen, was wir wirklich können. Wir sind wer. Wir lassen uns nicht mehr beleidigen. Wir lassen uns nicht verarschen, Hugo. Wir sind wer. Ich werde morgen um 12 Uhr das Land betreten. Ich werde morgen Vormittag mit meinem Bankberater sprechen, dass da größere Abzüge kommen morgen. Verstehst du? Wir sind wer. Verstehst du? Wir haben keine Luft, Digga. Also, ja. Ich habe recht. Oh, ja. Da hätte noch die Szene gefehlt, wo der Todesstern wirklich einen Planeten zerschießt. Sonst gutes Video. Weil ihr habt mich gefickt. Und jetzt wird zurück geliebt, möchte ich sagen. Hugo! Ah, Grüße! Noriax, hoppala! Grüß dich! Hoppa. Noriax! Ja? Mein Freund, treten Sie näher! Na gut. Kommen Sie her, mein Freund, hoppa! Ja? Wie gefällt Ihnen diese wunderschöne Aussicht? Nee, das ist toll. Also für ein so niedriges. Hallo! Oh mein Gott, ich war gemutet. Hallo. Warum warst du gemutet? Genieß sie an. Schau doch mal, genieß doch mal hier den Balkon. Wie geht's dir, mein Freund? Hier würde ich auch gerne meinen Lebensabend verbringen. Du bist mein Freund. Ich werde dir hier eine Residenz bauen. Du darfst hier gerne nächtigen. Ich bin 20 Jahre alt. Ich brauche da noch 40 Jahre, bis ich da schlafen kann. Ja, gut, aber optisch und geistig bist du halt schon auch in meinem Alter, gell? Ja, optisch nicht. Geistig auch noch nicht ganz. Aber körperlich vielleicht. Okay, Noriax, da ist kaum Energie in deinen Worten. Was ist mit dir, Junge? Wie kann du musst doch sprudeln vor Kraft. Nein, ich... Schradin. Guck mal, Schradin. Ja. Ich hab gehört, du willst heute jeden ficken. Du hast gehört. Du hast wieder... Das sind Gerüchte. Das sind Lügen, die in die Welt getragen werden. Relaxe, Noriax. Du bist mein Freund. Dir wird Schradin. Nichts passieren. Schradin, ich würde dir empfehlen, die kleine Tablettendose, die neben deinem Bett... liegt, wenn du aufwachst. Erstmal dein Gebiss rein und dann die Tabletten nehmen. Weißt du, Schradin? Gut, Noriax. Alles gut. Wird gut. Möchtest du Witze machen über mein Alter? Nein. Möchtest du gerne nochmal? Ich frag nur, ich das frag. Ist ich frag, nein. Ob du das Risiko heute eingehen möchtest. Ich Schradin, frage. Schradin, das Ding ist. Wenn du. Noriax, du bist mein Freund, dir kann nichts passieren. Genieße einfach ja, den Tag. Nein, genieße Schradin, die Welt, Schradin, lehne dich zurück. Ich bin nicht dein Freund, ich bin dein Feind heute. Warum denn? Wenn du den ganzen Server terrorisieren willst und unschuldige Leute töten willst, bin ich der Hugo aufhält. Nein, ich bin bin die Gefahr. Pass auf, Noriax. Es werden keine unschuldigen Leute in irgendetwas reingezogen. Stegi hat gestern deine Base gesprengt und du hast Mo angegriffen. Mo war noch nie hier. Warte ganz kurz. Es werden Menschen heute warm ums Herz die Fitna betrieben haben, die Mobbing betrieben haben, ja, die Krieg gegen mich geführt haben. Verstehst du? Ja, okay, ja. Mo ist ein Freund von mir. Mo ist ein Freund von mir. Ich war aus Versehen auf seiner Area. Dem wird nichts passieren. Aber meine Liste ist lang, Noriax, verstehst du? Okay, genieße den Tag. Wer steht da alles drauf? Noriax. Ja? Du wirst es sehen. Da, wo es am Abend hell leuchtet, der stand auf der Liste, verstehst du? Ich verstehe schon. Genieße den Tag, Noriax. Du wirst verschont. Carpe diem. Du kannst. Carpe diem, inshallah. Verstehst du? Ja, verstehe ich doch. Bravo. Du bist mein Freund, dir wird nichts passieren. Auch unschuldigen Menschen auf diesem Server wird nichts passieren. Aber schuldigen Menschen, verstehst du? Schuldigen Menschen. Ja. Denen wird was passieren, verstehst du noch? Also. Da bist du vielleicht noch ein bisschen zu jung für, um das zu verstehen. Alle, die gendern. Alle Spaß. Die gendern sind meine Freunde. Okay. Alle, die gendern, sind meine Freunde. Alle, die nicht gendern, auch. Verstehst du? Darum geht es mir heute nicht. Mir geht es darum, wer hat Fitna betrieben? Wer hat mich körperlich und geistig und seelisch versucht zu vermürben? Verstehst du? Ich verstehe. Gut, Noriax. Hast du nicht deine Tools und so gesaved, wo du schnell abbauen konntest?
Gottes. Nein, so? Hab ich nicht. Kannst du mir eine lila Axt geben und lila Schwert? Ja, einmal 80 Subs. Wie bitte? Einmal 80 Subs. Ja, ja, klar, hab ich ja bezahlt. Hast du noch was da? Nein, also das ist ja neues, wäre ja eine neue Bestimmung. Eine lilane Axt, hast du vielleicht eine lilane Axt, bevor du mich wieder hier quasi über den Tisch ziehst mit deinen 80 Subs, die viel zu teuer waren. Hugo hat gesagt, 20 wäre angemessen. Hallo, Maximilian, hier spricht dein Sohn. Ich hatte einen kleinen Autounfall und bräuchte 250 Euro. Lass meinen Sohn aus dem Spiel, mein Freund. Hugo ist mein Freund, verstehst du, Hugo? Ja. Wir sind beste Freunde. Und jetzt geh hinfort, genieße deinen Tag, ich habe zu tun. Okay. Viel Spaß auf meinem Grundstück. Mach dir einen guten. Was macht ihr? Content will ich machen. Ja, aber baust du wieder... Oh mein Gott, du baust nicht den Kratergenerator. Na klar. Digga, du baust wirklich den Kratergenerator wieder auf. Klar. TikTok war zu ruhig bis jetzt. Digga. Nein. Scheiße, mach mal die Tür auf. Digga. Also. Ich hab mal eine Reißwaffe. Ey, Digga, gleich wird's so abgehen. Ich freue mich so sehr drauf auf das, was gleich passiert. Warum ist denn Noriak schon wieder hier? Digga, das ist mein Grundstück. Warum ist denn Noriak schon wieder hier? Ich weiß nicht. Noriaks? Er sagt, das ist sein Großgrund. Noriaks? Ja? Du kannst nicht ständig bei deinem Mieter ständig hier reinrennen. Da gibt's Verträge. So, erstmal. Deinen Universalschlüssel. Ja, erstmal hab ich einen Universalschlüssel und ich gehe nachts einmal in dein Schlafzimmer beobachte dich beim Schlafen, Schradin. Und ich wollte ich nur sagen. Verstanden, hör bitte auf, nimm mal mein Zeug aus dem Mund. Ich wollte nur sagen, dass du eine Schlafapnoe hast und du einmal zum Arzt gehen müsstest, weil als ich letztens nachts in deinem Zimmer stand, hast du nicht geatmet und ich musste dich Mund zu Mund wiederholen. Andere Sache, nee, ja. Ich war gerade mit Zabex unterwegs und dann, wenn der hierher geht, dann laufe ich halt mit, so, weißt du? Ah ja, klar. Man muss Freunden auch hinterher rennen, sonst sind sie irgendwann weg. Nein, man geht spazieren, wir haben einfach gemeinsam einen Spaziergang gemacht. Zabex, ich zeig dir jetzt mal ganz kurz das Haus, okay. Die Treppe. Hast du das gemacht mit den Ranken? Wow. Ja, komm mal mit. Wow. Wie hat er geschafft, die Ranken abzubauen? Nein. Guck mal. Das hast du niemals gebaut, doch, diesen Holzbalkon mit den doch, Treppen und so. Hier, Holzbalkon, jetzt komm hier rein. Hier ist mein Bett. Das hast du gebaut? Rainbow-Bett, ja. Um einfach auch Flagge zu zeigen. Klar. Hier habe ich so einen kleinen, ja. Wie? Hier habe ich so einen kleinen Pool. Schön, sogar mit Treppe, dass du da rauskommst, ohne auszurutschen. Ja, richtig. Hier ist mein Bett. Und hier hinten ist die Treppe. Komm mit. So, und Zabex. Was ist das da über dir? Warum wird da wieder ein Kratergenerator von Stegi gebaut über deiner neuen Base? Was? Der baut gerade... Hoch! Wir werden angegriffen, Zabex! Der baut gerade eine Atombombe, du wirst gerade angegriffen. Ruf Hugo an! Schnell! Der baut eine Atombombe über dein Haus! Hallo! Mann. Ich bin gefallen. Hey! Ey, bitte nicht. Bitte nicht. Hallo! Wie kommen wir da hoch? Wer ist das? Naja, für einen gewissen Preis könnte ich ihn aufhalten. Okay, halt ihn auf! Ja, naja, wie viel bietest du? Los. Oh, ist das wie viel willst du? 100. Oh, ist das geisteskrank. Tabex, was passiert da? Ja, der baut einen Atombaum über deinem Haus. Warum? Ich hab nichts gemacht. Ist das asozial. Was passiert? Er hat die Atombombe gezündet. Er führt sie vor. Er zeigt, zu was er entstanden ist. Nein, das war ein Test. Er spielt mit dir, Digga. Er spielt mit dir. Er will dich in den Digga, du bist seine... Er hat dich gerade deine Bitch genannt. Bruder, er macht dich so zum Hund. Mich zum Hund? Ja, er kommt auf deinen Bauch. Digga, er kommt voll auf dich drauf, Digga. Du musst Hugo anrufen. Du hast ein richtiges Facial gerade bekommen. Keine Chance gegen den, Digga. Der ist gut in diesem Scheißspiel. Okay. Ihr legt euch mit dem Falschen an. Hugo, komm her. Stegi, baut oben eine Atombombe. Über meinem Schloss baut er eine Atombombe. Der will die Muskeln spielen lassen, verstehst du? Stegi! Hä, Stegi ist hier oder? Halt ihn auf, Hugo, halt ihn auf. Nein, Stegi ist oben, halt ihn auf. Hugo, du bist die einzige Chance. Nein! Bruder! Alle schlafen! Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott. Warum? Hey! Wir müssen das manuell machen. Hugo! Hey! Hugo! Ja! Was ist passiert? Okay, ich hab gesagt, ich bin nicht frei. Ich verteidige dich! Nein! Nein! Okay, Stegi. Nein! Okay, jetzt. Okay! Nein! Okay. Nein! Hugo! Oh, es knallt da oben. Los, Hugo! Warte, Hugo! Hugo, komm her zu mir! Hugo, komm her zu mir! Ich hab ihn runter! Hugo, komm zu mir! Wir machen gar nichts!
Wir machen gar nichts, Hugo. Komm runter, wir machen gar nichts. Komm her zu mir. Er hat sich den Kopf gestoßen und ist in seinen Krater gefallen. Hugo, komm zu mir, komm zu mir. Pass auf. Cinema, Jungs. Wir warten jetzt. Wir lassen ihn austoben. Wir lassen ihn austoben. Wir bereiten alles in Ruhe. Das Plasma, das Plasma. Das ich bin die Schweiz. Das muss zum Plasma. Okay, kannst du. Pass auf, du gehst jetzt dahin. Du kommst nach bestimmten Zeitpunkt wieder zu mir, wie wir es verabredet haben. Ihr werdet das Land brennen sehen. Ihr werdet alles brennen sehen. Warum hilft das Licht wird dunkel, das Wasser wird kochen und die Menschheit wird untergehen. Es wird brennen und Stegi ist der Schuldige. Und Stegi wird brennen, wir werden ihm das Herz wird erflammen. Aufpassen auf den Blutdruck, aufpassen mit dem Blutdruck. Und vielleicht auf die Tonlage, das ist ein bisschen sass da unten. Ich schwöre, du bist, also, Digga, wir sind 2024. Wenn ihr aus der Tonlage etwas macht, dann ist das euer Problem. Stegi. Morgen ist OG. Was machst du da? TikTok wird dich auseinandernehmen, du Wichser. Ja, aber das geht schon. Tabex. Ja. Weißt du, was jetzt passiert? Ja, was? Weißt du, was Stegi jetzt macht? Er bumst einen Dinosaurier. Er bumst Tyrannosaurus Rex. Weil du so alt bist, oder? Achso. Bist du das? Fickt er dich? Tabex. Ja, er hat gerade Geschlechtsverkehr mit einem Fossil, du hast recht. Alter. Er fickt mit dem falschen Tutanchamun. Tabex, das, was hier passieren wird, hat die Welt noch nicht gesehen. Verstehst du das? Ja, ich versteh's. Hör auf zu husten, du Schwein! Ich bin so aufgeregt. Es ist alles vorbereitet, glaub mir. Was Stegi gerade macht, Stegi hätte zu Knie kriechen können. Aber er hat es nicht getan, verstehst du? Er hat es nicht getan und deshalb. Und deshalb schallert's jetzt. Zabex. Ja. Wir werden Napalmbomben bauen. Was? Das ist ein Kriegsverbrechen? Alter, du planst gerade Retour und Kriegsverbrechen. Oder keine Kriegsverbrechen hier in Craft Attack, Schradi. Auf, steht in den Regeln, man darf keine Kriegsverbrechen. Schradi, es gibt eine Regel in Craft Attack, keine Kriegsverbrechen, die hast du gebrochen. Hört auf, im Game Shit zu shamen. Noriax, reiß dich mal zusammen, Zabex. Wir bauen Kanonen, die Stegi und das Umfeld auf 1000 Grad erhitzen. Verstehst du? Okay. Die werden keine Chance haben. Noriax, du bist doch aus dem Ganzen raus. Jetzt hör auf, die ganze Zeit zu heulen und in die Windel voll zu scheißen, Mann. Hör auf, seine Augen bessern. Ich hab gar nichts gesagt. Ich bin am Essen, du Wichser. Ich habe nichts gesagt gerade, hä? Wichser hab ich gehört. Pass auf, Zabex. Die Landschaften, die du hier noch... Digga, ich sitze hier vor erstmal in der Reiswaffe. Nom, er schreibt mich an. Ich zeig dir was. Staub zu Staub. Komm mit. Ja. Ganz kurz, Radin, du kannst Stimmen nicht auseinanderhalten. Ich war gerade 5 Minuten, habe ich nicht geredet und du schreist mich an. Bitte. Zabek, sag doch was. Siehst du diese Landschaften? Siehst du dieses blaue Wasser? Siehst du die Blumen, die hier blühen? Ich sehe sie. Die Schmetterlinge, in einer die hier Stunde. Bro, ist nicht Talos. Ist hier eine Mondlandschaft. Das, was hier passiert, hat Craft Attack noch nie erlebt. Ich salutiere. O7. O7 in den Chat. O7 und ich bin... 12 Leuten angefangen und dann eine Woche später waren wir bei 4000. Weißt du, was passiert, Zabex? Weißt du, was das Schöne ist? Wir stehen hier auf dem Balkon und genießen. Und schauen uns das an wie in einem Kinofilm. Wie sie alle springen und rennen. Verstehst du? Also hier und ich sag dir eins. Ja. Ein Riesen. Oder Harter schaut gerade das Cinema. Den krieg ich auch am Arsch. Verstehst du, was der mir angetan hat? Ja, Sir. Ein Trimax krieg ich auch am Arsch. Ja, Sir. Was der mir angetan hat. Trimax hat dir einen Grund gegeben zum Bauen. Der hat dir eine Unterkunft gegeben. Moment. Trimax hat mich mit einer Rakete in den Himmel geschossen und hat mich explodieren lassen und hat dabei gelacht. Verstehst du? Noriax ist ein Freund. Der hat mich abgezogen mit 80 Subs. Für so zwei rottenschlechte Schwerter. Mann, nein. Ich hab keinen Bock mehr. Noriax. Ja. Beruhige dich, du bist mein Freund. Nein. Und hier, Fister ist auch mein Freund. Oh ja, hey! Applaus an mich! Der Fister ist dein Freund. Der Fister. Der ist schön tief, der ist tief in meinem Herzen, der Fister. Der Fister ist in deinem Arsch. Wenn ich in deinem Poloch ist, ist alles gut. Also pass auf, das, was Stegi hier macht, das kann der natürlich nicht verantworten, weil er nicht mal alle Tassen im Schrank hat. Wenn der wüsste, was auf ihn zukommt, würde er wimmern und winzeln, verstehst du? Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Du darfst. Aber wo ist denn dein Tool, sag ich mal, dein Schweizer Taschenmesser, Hugo, wenn Stegi hier gerade eine Wasserstoffbombe über deinem Eigenheim baut? Das verwirrt mich gerade. Diese Kanone, die wir bauen,
die braucht fürs Plasma. Hallo mein Lieber, hast du ein Wort? Noch eine Stunde. Ja? Was? Oh nein. Renn, schreit ihn, renn! Oh nein. Was ist? Renn! Bombe wurde gezündet! Granata! Ja, Granata! Hilfe, ich komme hier nicht raus! Alex, wo geht's lang? Der Krater! Oh nein, bitte! Stegi! Was macht der? Was macht der? Hilfe! Ich komme nicht raus! Hilfe! Bist du? Ja! Geisteskrank! Stopp das! Ich bin gerade im Kameramodus, ich kann gerade nicht! Tabex! Tabex, stopp es! Er nimmt mein ganzes Hab und Gut auseinander! Der Krater! Peter Ludwiger hier! Ich will nur noch mal sagen, ich bin die Schweiz! Ich auch! Ihr Schweine! Peter Ludwiger! Ich bin's, Peter Ludwiger. Peter Ludwiger ist hier, schau die Hilfe. Sag ich's. Stopp diesen Terror. Ihr Schwein, ihr Dreckig. Wieso schlägst du mich, du dummes Kind? Gewonnen! Okay, Stegi hat den Krieg eröffnet. Es geht los! Er hat den Krieg mit mir eröffnet. Haben Sie okay, Zabex. Sagen Sie es nicht. Lass das, was muss ich nicht tun, bitte. Zabex. Sagen Sie es nicht. Sagen. Was hast du gerade gesagt? Hör zu! So, der raus. Was denn? Ich wusste nicht, okay. Ich bin dein Bodyguard. Okay. Hallo, mein Lieber, hast du ein Wort? Okay, Noreax. Dein Satz habe ich. Jeder gegen jeden hier, oder was? Okay. Noreax hat uns gerade das Messer in den Rücken gerammt. Scheiße, okay. Den haben wir doch standen auch. Tabex, wir müssen hier weg erstmal. Wir müssen zum sicheren Ort. Hast du das gehört? Rückzug, auf die Insel. Rückzug. Rückzug. Tabex, hör zu. Ja. Wir werden jetzt unsere Armee aufstellen. Hast ja, du das ja. Verstanden? Er hat mir einfach in die Fresse geschlagen. Stegi mir einen Pimpslap gegeben. Völlig ohne Grund. Pass auf, hör zu. Stegi, ich habe ihm meine Hand gereicht und er hat sie bespuckt. Verstehst du? Ja. Okay, jetzt ist Feierabend, Freunde. Jetzt ist Feierabend. Und du wir warten jetzt auf Hugo. Nein, du bist nicht. Nein, Digga, ich hau dich nicht kaputt. Betrunken. Ich hau dich nicht, Digga. Du bist du hast mich so verletzt. Hey, hey, ich hab dich nicht einmal berührt. Hört auf. Küss mich. Hört auf, ist ekelhaft. Was ist das? Mit Noriax. Achtung, Pista kommt. Fick okay, meinen Arsch. Fick meinen Arsch. Fick endlich meinen scheiß Arsch. Fick meinen Arsch. Komm in meinem Arsch. Fuck. Hey! Achso. Ja, schreit. Was soll das denn jetzt? Ekelhaft. Muss das sein hier auf öffentlichem Platz? Ja. Wir sind nämlich nicht in Dubai. Mann, diese Base sah so schön aus. Das ist so asozial, Mann. Kratergenerator. Wo ist Zabex? Ins Loch gefallen da hinten. Was heißt das? Er ist halt ins Loch gefallen. In welches? In das da hinten, wo also Max der Loch. Ist dein Ernst? Oh, ich hätte ein Water Emoji gemacht, kein Problem. Nein! Ja! Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum hast du den alten Rentner da runtergeschubst? Digga! Digga, was passiert hier? Er hat so geschrien, als ob er in echt stirbt. Was hast du getan? Digga, er hat so geschrien, was hast du getan? Als ob er in echt sterben würde. Hörst du mich, Meister? Ja, warte, aus meiner POV ist auch ja, er denkt, er stirbt mit echt, Digga. Ja, hat jemand das Ding aus meiner POV? Nein. Das ist so lustig, wie er da plötzlich runterfällt. Ich will seine POV auch sehen. Nein! Oh, ja. Digga. Warte, ich glaube, Action Instant da. Warte, guck mal hier. Warte. Guck mal, ich hab so zur Seite geschaut und plötzlich sehe ich das. Sag, wenn du bereit bist. Warte, bereit. 3, 2, 1, go. Der MLG gemacht, kein Problem. Nein! Nein! Ah, fuck! Der ist auch nein! 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 Digga! Ah, fuck! Digga! Digga, fällt! Digga! Oder. Also, deine Items sind sicher, alles gut. Okay. Aber denk mal, wenn der alte Mann ja an der Kante steht, dann muss man doch mal den letzten, weißt du, wieder lösen. Du hast alles, Feister? Ich hab alles. Dann komm mit und dann gib ihm das. Was ist Plasma 55%? Julia fragt, kurze Frage, Jungs. Julia fragt, ob man über diese Farm nicht betriebssicherheitsmäßig eine Glasplatte installieren könnte. Das macht doch Sinn, oder? Nee, es ist viel lustiger, wenn Schradi alle zwei Tage reinfällt und wir einen lustigen Clip haben. Du meinst alle zwei Stunden? Ja, hast recht. Okay, wisst ihr, wie wir hart kontern könnten? Wisst ihr, was sein absoluter Untergang wäre?
Ich wollte es eigentlich nicht, dass es so weit kommt, aber wir müssen die Lara mobilisieren. Wir müssen die Lara auf den Server holen und den Team Max Schradi holen. Lara, komm! Schreck die mal, hey, wie nennt man das? Wir holen die Lara und stellen sie in Schradi Space. Alles gut. Der geht ja nie wieder hin, alles gut. Krank, hör auf. Du hast angefangen, halt's Maul. Komm, lass ihm die Items bringen, sonst hat er ganz viel Schmerzen. Bitte, falls da, sonst krieg ich Ärger. Du hast wirklich, du hast Netherite-Zeug, ja? Ich hab nur die Blöcke nicht mitgenommen. Die egal. Hilfe, alles klar, hallo! Schradin, wir haben deine Rüstung. Schradin, deine Rüstung. Stegi hat gegen mich gekämpft. Du bist gestürzt, Schradin. Hier, deine Rüstung hinter dir. Du bist gestürzt, Schradin. Läuft der TNT-Ding immer noch? Alter, wir sind bei 60% Plasma. Ja. Das TNT läuft. Was heißt Plasma? Pass auf. Ich hab mit Togo einen Deal. Er wird Stegi komplett auseinandernehmen. Und alle, die Feinde sind von mir, werden mitgerissen. Wer sich gut mit mir stellt, wer mich schützt, auch in Zukunft, dem passiert nichts. Zieh deine Rüstung an, Bro. Du bist nackt. Du bist wie das Imperium, Schradin. Hab ich nicht die Rüstung an? Schradin, du bist wie das Imperium. Du bist größenwahnsinnig. Nee. Doch, Schradin. Nee. Ich bin nicht größenwahnsinnig, glaub mir. Du bist nicht gemacht, ein Land anzuführen und eine Nation zu vernichten, sondern um Bingo zu spielen, weißt du? Ja, mach nur weiter so, mein Freund. Einmal am Tag Pudding, einmal am Tag Bingo, einmal am Tag Aerobic, Schradin. Ja, nur Reaktion, Witze sind alt und auch nicht mehr witzig. Du bist der Einzige, der drüber lacht. Ich lache ruhig, ich amüse mich köstlich. Ja, ich weiß, aber das ist ja das Erbärmliche. Nein, das ist super. Also wartet ab, in einer halben Stunde, da wird Stegi sich freuen, nicht geboren zu sein, glaub mir. Der kann sich jetzt schön austoben, ich hab meinen Palast in 6 Stunden, in 8 Stunden. Schradi, lauf hinter dir, Stegi hat eine Bombe platziert, lauf! Was? Alter. Oh mein Gott. Du hast mir das Leben gerettet. Kein Problem. Oh mein Gott, Digga, war Kabex. Applaus an Zabex kurz, Applaus. Zabex, du hast mir das Leben gerettet. Ich hab gesagt, ich bin auf deiner Seite, Applaus Bro. Applaus an Zabex. Ich hab gesagt, ich bin auf deiner Seite, unsere Freundschaft kann nichts trüben. Oh, jetzt passt mal auf, was jetzt kommt. Ah, macht Spaß. Bravo, du bist mutig, du hast es einfach entschärft. Habt ihr das alle gesehen, Leute? Ich hab die Bombe entschärft. Wir haben es gesehen. Schradin, du wirst das nicht schaffen. Du bist ein Held ohne Cape, ja? Mike, was? Wow. Danke, Bruder, ich weiß nicht, wie man Minecraft-Cape bekommt. Oh. Renn, Schradin, renn los, Schradin, renn! Wir werden attackiert, also du. Ich muss es kurz tun. Ich brenne! Ich brenne, Hilfe! Der Krater! Rettet mich! Wir haben gerade einfach zugeguckt, wie du den alten Mann verprügelt hast, ja? Ich weiß nicht, ob klappt. Moment. Oh mein Gott, ja! Jemand muss die Items einsammeln. Ja, genau, Items. Ich weiß, was du gemacht hast. Ja. Was geht ab, Schradin? Du Dreckschwein. Was ist los? Hol mich hier raus. Nein, Schradin. Hier, Noreax, wenn du weiter anfängst, mich zu pisten, ich schwör's dir. Ich piste dich nicht, aber ich bin, wie gesagt, ein sehr käuflicher Mann und solange kein Geld fließt, bin ich die Schweiz und unparteiisch. Tut mir leid. Also Zabex! Ja? Rette mich! Wir machen alles schon. Wir versuchen dich rauszuholen. Hau! Scheiß, ruck! Hau! Geh weg. Zabex, helf mir! Ich kann die Blöcke nicht abbauen. Meine Werkzeuge sind nicht stark genug. Lass den hier wegmachen, dann können wir ihn sehen. Der kommt eh nicht raus. Ja, Zabex. Aber das ist jetzt cool. Ich hab den Block abgebaut. Hallo. So, Schradin, jetzt wirst du gewaterboardet. So, Schradin. Schradin, jetzt können wir reden. In wie vielen Stunden? 4 oder 6? Stegi, du weißt nicht, was dir passiert, du weißt nicht, mit wem du dich anlegst, du weißt nicht, was dir blüht. Mit wem denn? Dann sag's mir doch. Stegi, lass dich überraschen, lass mich raus hier! Nimm mal erstmal eine Fackel vielleicht. Brauchst du irgendwas? Ich brauche nichts, danke. Sehr liebenswürdig, Stegi. Das ist ein Stegi 200, sag ich. Ich möchte hier raus! Ja, aber du bist okay, ja du spielst jetzt, okay, du spielst mit mir. Okay, du spielst mit mir. Ja. Okay, Freund. Du hast jetzt erstmal Einschluss noch, weißt du? Gut, Freigang erst später. Okay, du spielst mit mir. Okay. Und ich werde dich befreien. Das ist menschenunwürdig und ich stehe da nicht hinter. Wow. Du hältst ihn hier auch menschenunwürdig. Wir füttern ihn. Du bist mein Freund. Ich durfte deine EP-Farm benutzen, aber das, was du hier machst, da stehe ich nicht hinter und ich werde ihn jetzt befreien. Nein. Bravo, Zabex, bravo. Du redest wie ein Löwe.
Hör auf! Hört auf damit! Tabex, hör dich! Tabex, du bist ein Tabex! Ich werde von drei Leuten gepackt! Ich kann nicht! Zeig, dass du ein Mann bist und nicht ein fett gewordenes, dickes Schwein! Was hast du gerade gesagt? Was? Alter! Digga, Schradi, Mike, den willst du retten? Hast du gehört? Den willst du retten, Mike? Er respektiert dich nicht! Bruder, zeig, dass du ein Mann bist, hab ich gesagt! Tabex, er respektiert dich nicht! Okay. Gut. Schieß drauf. Oh. Jetzt ist er am Spawn, oder? Mann, ihr seid so dumm. Nein. Jetzt haben wir eine halbe Stunde kein Content. Digga, er braucht halbe Stunde zum Herkommen. Schradin, hier ist ein Bett, wenn du stirbst gleich, dass du... Ich sterbe nicht. Okay, aber ich habe keinen Bock, wirklich dich wieder abzuholen, deswegen legst du dich jetzt erstmal hin, Schradin. Leg dich hin, trink deinen Tee, hier hinter dir, Schradin, leg dich hin. Ja, komm, soll ich dir noch was vorlesen? Hier, da ist das Bett hinter dir. Du sollst mal aus meinem Blickfeld gehen. Nein, hier, Schradin, hier ist das Bett. Sonst musst du, bist du ganz lange weg. Rechtsklick drauf machen. Ja. Bitte. Danke, hab ich. Gut. Lass mal den aufstehen da. Heißt, es geht los? Ja. Genießt. Oh, oh. Genießt. Wo müssen wir denn kommen, damit wir das Ganze angucken können? Stegi-Base. Lehnt euch zurück. Setz was bin ich gerade? Cinema! Ich bin in der Schussbahn. Setz bitte Sonnenbrillen auf wegen der Helligkeit, dass eure Augen nicht verletzt werden. Das gilt für den kompletten Chat. Der ganze Chat zieht sich Sonnenbrillen auf, bitte. Okay, ich muss hier raus. Achtung, Ladies and Gentlemen. Ich muss hier dringend raus. Ich muss hier dringend jetzt raus. Kurz. Ich muss hier dringend raus. Wird es brennen? Ich muss hier ganz dringend raus. Die Herrschaft von Craft Attack ist mein! Wer sich mit mir anlegt, pickt den Teufel, Freunde. Und jetzt wird zurückgepickt vom Teufel in den Bobbes aller, die mich geärgert haben und gemobbt haben. Wow. Ihr müsst die Show genießen. Es geht los. Lehnt euch zurück. Jetzt. Cinema! Mit aller Kraft. Ah! Oh mein Gott, ich hab so einen riesigen Stinkkäfer an meinem Monitor. Dynamik würde ich bei dir erschrocken. Bisschen rausbringen. Boden gleich gemacht. Oh, wenn ich den jetzt wegbringe, dann stinkt alles, Digga. Mann! Mich gestellt. Hab ich ein Glas? Sind Freunde. Alle, die meinen Popo benutzt haben. Digga! Sterben. Was ein Timing, Cinema. Pass auf! Erstmal! Was eine Schande von mir, dass du einfach da stehen musst. Komm mit. Wo? Komm, wohin? Folg mir. Wo bist du? Großes Cinema. Folg mir. Cinema! Ja, Hugo, ja. Ja, führ uns an. Pass auf. Wir folgen dir. Mach deine Augen zu. Ja. Hast du Augen zu? Ja. Ich habe den besten Thron der Welt für dich gebaut. Ja. Aber er war unter der Erde. Ich fall gerade hoch. Ja. Okay. Da kannst du beruhigt alles zuschauen. Ja. Zusehen. Ja. Okay. Ja. Und ich will. Und Zabek soll neben mir sitzen. Ich mach doch eine Hundekönig für Zabek. Ja. Kannst du den ein bisschen einen Block breiter bauen für mich, sonst passe ich nicht rein. Hugo. Okay. Ich möchte, dass du hier alles zerstörst. Okay, hier ist dein Thron! Ja! Oh ja, hier ist mein Hundekorb. Steig auf deinen Thron! Ja! Wollen wir jetzt auch noch einen kleinen Sitzplatz bauen, oder? Nein. Hugo! Nein, ich bin, Ich muss vor die Kamera machen, ich mach Cinema. Hugo! Vernichte alles, was wir besprochen haben, hast du verstanden? Ich habe verstanden. Steh! Brain alles nicht! Ja? Also, ich hasse dich und deswegen habe ich eine XXXXL! Plasma-Kanone gebaut! Okay! Ja. Okay! Mogel. Und die wird deine ganze! Ja? Aber die muss jetzt erstmal 10 Minuten noch laden. Also. Nein, die ist fertig geladen. Okay. Krieg nicht so viel Informationen frei, Hugo! Schieß! Okay. Soll ich schießen? Schieß, Feuer! Stegi! Ja? Ich erkläre jetzt den Krieg! Oh mein Gott! Ihn. Okay. Er hat so viel Leid angerichtet! Er hat gemobbt! Er hat so viel Leid angerichtet! Rede nicht so viel! Jetzt wollen wir Taten! Wir wollen Taten! Schadin, mach einen Countdown! Oh ja, mach einen Countdown! Mach einen Countdown! Und dann zünd euch die Scheiße! Ruhe! Mach den gottverdammten Countdown! Mach den Countdown! Ja! Ruhe, schweigt!
Also, der Goat. Okay, okay, okay. Sorry, ist ein bisschen also, sehr OG irgendwie. Vier, drei. Okay. Warte, anders. Mach von 10. Ja, von 10 ist natürlich angenehmer für die Leute. 9. Mach Stradinkode. Countdown mit Stradin ist krank. 7. Countdown mit Stradin ist kranke Scheiße. Am Ende jetzt 6. bitte. 5. Vier. Lass die Welt brennen in 3. Hugo, mach dich unsterblich in 2. Ja. 1. Feuer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja. Oh mein Gott! Ja. Ich hab nicht gedacht, dass das klappt! Ich mach nochmal! Ey, es hat wirklich funktioniert. Scheiße! Er hat sich selbst gesprengt. Alles ist kaputt. Die ganze Maschine hat sich selber in die Luft gejagt. Das war's. Er hat den Selbstzerstörungsknopf gedrückt. Alles ist kaputt. Cinema. Doch, das hat voll gut geklappt. Mann, ich werde einfach und auch und Finn und... Kämpfen Sie? Cinema. Hugo! Du musst Hugo mal ein gutes Tutorial schicken für eine Farm. Der kürzeste Kinofilm, in dem ich je war. Stradin, aber das war doch nicht alles. Das Plasma hat sich an seinem... an sein Haus angebunden. Wenn du willst, kann ich nochmal zünden. Hugo, ich will die Stadt brennen sehen. Was ist hier los? Okay! Hugo, ich sehe Blumen und Pflanzen, die blühen. Ich sehe Bäume, die wachsen. Ja. Was ist das für eine Schande? Jungs, ihr habt nicht mal getroffen. Warte. Es brennt, es brennt. Es brennt gar nichts. Oh, es brennt. Oh Gott. Oh Gott. Man zündet doch da oben ein TNT, Leute, bitte. Ja, hab schon gewartet, aber die droppen die ganze Zeit. Jetzt, die fallen alle runter, ist das scheiße. Ja. Jetzt. Ich hab meinen eigenen Krater. Oh, Junge, das sieht so heftig. Alter, oh nein, was haben sie gemacht? Schadim, guck mal, alles brennt. Oh, Alter, warte, ist das da unten die Farm? Ja, das ist die Farm. Villager auch. Nein. Oh, ich will hier ein Feuerkonzert, was machst du? Spreng das alles in die Luft! Okay! Alex, was ist das für eine gequälte Scheiße hier? Er hat seine Plasmakanone, die er 3 Stunden entworfen hat, selbst in die Luft gesprengt. Ja, geil. Aber zum Glück hast du Stradin, heuer lieber mich an, weil wenn es nicht fertig geht, okay? Hugo! Ja! Du hättest dich unsterblich machen können! Was ist das für eine Scheiße? Du schmeißt hier Wunderkerzen auf die Kacke! Ich kann ihn umbringen! Töte ihn! Oh, jetzt geht's los! Ey, Marcel! Dafür bin ich hier! Bin ich da? Jetzt bin ich eingesetzt, ja, oder was? Ja. Okay, bin da. Oh mein Gott, Marcel mobilisiert! Nicht zu paluten, bitte nicht! Der hasst mich schon! Zu paluten. Oh nein. Wir kämpfen bei Paluten! Wer Palutens Grundstück verlässt, hat verloren! Ich muss. Nein, er hat Pots! Yeah, ich wurde als Security angeheuert! Er hat Pots! Das war's. Oh, und er ist weg. Ja, war klar. Lass uns Hugo hunten. Nein, ich hab keine Lust. Hat Hugo null Tode? Ich hab keine Lust. Er soll einfach kämpfen kommen. Ich möchte nicht hinterherlaufen. 50 Subs auf Hugo. Oh, und ich 50. Bin dabei. 50 Subs auf Hugo. Warum? Okay. 50 Subs. Schreib eine Stunde. 2 Stunden. Hey, lass Hugo in Ruhe. Der steht unter meinem Schutz. Du bekommst, Marcel. Naja, was willst du tun, bitte? Hugo. Du bekommst. 50 ja, aber ich bin schützig gerade. Ja! Rückzug! Die Gruppendynamik, Die kippt ein bisschen. Sollen wir Rückzug? Hugo, du hast versagt! Nein! Wir treffen uns an der Sammelstelle! Vorm Rewe-Parkplatz! Alle vorm Rewe-Parkplatz! Sammelstelle! Der Rewe-Parkplatz? Wo ist der Rewe-Parkplatz? Auf den Behindertenparkplätzen! Komm schnell! Warum die Armen? Warum da? Die wollen uns da nur parken! Alter! Ja, verlierst du viel Devil? Alex! Geh da raus! Alter, guck dir das an! Guck dir das an, Schradi! Guckst du! Ja, ich sehe! Gegen wen kämpft der? Gegen Norias? Der Clash der Titanen! Oh mein Gott! Oh Gott. Ach, ich will einfach nur Just for Fun Merlin-Ding drücken. Zack. Ja, ich kämpfe gegen ihn. Oh, wow. Aber er rennt weg. Hugo.
Boah, jetzt hat's auf Hugo, ist crazy. Marcel, wo fightet ihr? Unten. Warte mal. Der hat seine eigene Armee ganz down genommen. Ich Alter, wolltest du mich gerade mazen? Ja! Bruder! Wo ist Stegi? Nein! Nein! Hugo! Hugo, ja. Töte ihn! Ich töte ihn! Ich versuch's! Versuchen ist nur wenig, Junge. Komm schon! Schlecht, Hugo. Ich hab keinen Snapman! Oh mein Gott! Hugo, fightet doch! Oh mein Gott! Brad, Brunz hat es kostenlos. Genießt die Show! Die Kämpfe im Krater! Krater! Oh mein Gott! Oh! 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 Oh mein Gott! Er hat einen OP-Gap, Krater. Das habe ich gelernt. Er hat einen OP-Gap. Gott, das ist ganz schlecht. Fabo! Oh mein Gott! Fabo! Warum bauen kein Fabo jetzt mit? Fabo, 50 Subs, ne? Du weißt. Ja, ich weiß. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das dreckig! Das ist ganz schlecht gerade. Schadin! Oh mein Gott, Digga, das ist ganz schlecht. Das ist ganz Hugo. Schlecht gerade. Ich hab keinen Toten mehr. Hugo! Oh, oh. Österreich, glaube ich. Nein! Nein! Das Nein hat man gehört, er ist in Österreich. Nein! Hugo, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, Hugo. Schradin, wo ist deine Armee jetzt? Stegi, warte auf mich, ich komm nicht hinterher, ich bin zu langsam. Stegi führt uns vor! Hey, ich dachte, ihr werdet Feinde! Und jetzt müssen wir das tun, er führt uns, was wir am besten können. Und zwar töten. Er kennt das ja! Wir sind Mörder, wir sind Maschinen. Er führt uns vor! Ich wurde gecraftet damals in Brandenburg. Um zu kämpfen. Ich brauche dich. Ich bin da. Zieh deine Rüstung an, nimm dein Schwert, hilf ja. Hugo! Die kommen nicht hinterher, die haben Dreizacke, die haben Gabel. Mann, ich hab keine Pots, Witz! Hugo, es kann nicht sein, dass wir den Kampf verlieren! Nicht auf mich! Fabo, nicht auf mich! Doch, wir verlieren Merle, ihn! Merle, wo sind die? Merle, wo sind die? Es mangelt an Ressourcen! Wie weit, wo seid ihr, Marcel? Du hast die ganze Nacht gehabt an Vorbereitung, die ganze Nacht! Er hat nicht die ganze Nacht gearbeitet! Ey! Oh mein Gott. Wer läuft da unten? Ist das Fabo, ich schwer, du haust Hammer rauf, das ist chillig. Ja, das ist Stegi da. Ja, und dann und sich aufregen, wenn ich wegrenne, was ja. Für dann komm 1 gegen 1, komm 1 gegen 1, ohne Pots, komm! Komm 1 gegen 1, Digga, komm, sind wir auf dem Gommeser? Ja, Digga, Skyward. Weil ich lauf die ganze komm. Zeit, ich... Oh, gefickt! Oh, feist das sauer, geil! Stegi, weißt also, du, wo sie kämpfen? Die Gruppendynamik... Komm die doch selber, komm doch! Wir müssen jetzt mal ganz schnell wissen, wo die kämpfen, bitte! Die Gruppendynamik, die kippt gerade. Wir sind doch auch eine Armee. Ich glaub auch, ich bin mir aber sehr unsicher. Hugo! Die führen uns ja, gerade vor, unser Team streitet sich gerade, also... Es geht um mehr als nur unser Leben, es geht um unsere Anerkennung! Es geht um unsere Aussicht! Ich war bei Hugo irgendwo, glaube ich. Leute, seid ihr Team Joe oder Team Stefan? Hugo, wir können nicht mehr rausgehen! Wir werden nur noch beschimpft und bespuckt, wenn du jetzt den Kampf verlierst! Meine Mutter zu mir, seit ich streame. Okay, hab. Ja, wir verlieren unser Gesicht! Hugo! Hast du, weißt du, wo sie sitzt, Stegi? Ja. Was war denn mit... Hugo! Wir wurden getrappt, wir wurden getrappt. Was war mit unserer Napalmbombe? Was war damit? Was? Was? Crazy. Was war mit dieser Kanone, die du gebaut hast? Plasma! Ja, die ging nicht! Warum Mann, nicht? Ich weiß es nicht! Hugo, warum ging unsere Plasmabombe nicht? Schade, das war mein erster Tod! Nein. Das wird mein erster Tod. Ich kann nichts mehr. Nein, Hugo! Du bist der erste Tod deiner Karriere! Nein! Drücke Nein auf ihn! Er ist tot? Oh! Damex, helf ihm! Helf ihm! Oh mein Gott! Ich weiß nicht mal, wo die sind! Oh mein Gott! 50 Subs, wer Stegi tötet! 50 Subs, wer Stegi tötet! Das ist 50 Subs, wer Stegi tötet! Er wird nicht zahlen! Alter, ich werde bezahlen! 50 Subs, wer Stegi tötet! Oh mein Gott, er liegt! Er liegt! Oh. 50 in meine Tasche, Stegi! 50 in meine Tasche! Warte, du kaputt alles. 50 Tabis? Da mach egal. Ich, hol ich mir Applaus! Applaus! Hey, wow. Applaus! Cinema, gutes Gut Cinema! Applaus. Guter Kampf! Richtige Scheiße hast du dir eingebaut! War das sein erster Tod? Das war sein erster Tod! Ey, Schade, deine Armee ist gefallen! Was? Danke, Stegi, für die 50! Gerne! Ja, 50 Lushies!